Beauty, Fashion und Fitness, das alles verkörpert Carmen Geiss. Die immer top gestylte Millionärsgattin von Robert Geiss stellt ihre Figur auf Instagram nur zu gerne zur Schau. Doch bereits in der Vergangenheit wird die 54-Jährige nicht nur einmal von ihren Fans verdächtigt, auf das altbekannte Bildbearbeitungsprogramm Photoshop zurückgegriffen zu haben. Die Netzgemeinde vergibt solche Photoshop-Fehler ja eigentlich nicht. Ein Fan kommentiert: Wer hat das denn bearbeitet? Das Gelände verbogen und das Meer ebenfalls ein Knick? Man sollte meinen, Carmen hat aus der Kritik gelernt. Doch Fehlanzeige, auch auf diesem Schnappschuss sieht man, dass es hier nicht ganz so ehrlich zugeht. Dabei hat das die Millionärsgattin bei ihrer Figur doch gar nicht nötig, an den Bildern herumzubasteln. In einem knappen Body der eigenen Modemarke präsentiert sie sich ihren Fans. Doch die kommentieren: Ober- und Unterkörper passen nicht zusammen. Da hat sich aber jemand schlanker gemacht oder Finger weg von Photoshop. Schon vor einigen Tagen präsentiert das ehemalige Fitnessmodel seine Wespentaille. Hier versichert sie in den Kommentaren: Das Foto habe ich auf die Schnelle gefunden und hatte dadurch keine Zeit, es zu bearbeiten. Doch woher stammt auf einmal ihre schlanke Taille? Ob der Hula-Hoop-Reifen das Geheimnis für ihre Wespentaille ist?